mit der Baustelle los? Warum sehe ich keine Leute? Und wo ist der Kranfahrer hin? Ich will mehr Aufwand sehen. Ich fahre gleich mal hin. Die Spinner, die machen ja Party. Hey, die Typen machen ja Party. Das werden sie bezahlen. Ich bin reich. Ich habe mir ein Haus hier bauen lassen. Aber ich habe ein kleines Problem. Wie man das auf meiner Baustelle. Ich fahre jetzt mal hin mit meinem roten Blitz. Die Spinner! Langsam wäre ich ungeduldig. Ich fahre jetzt aber echt mal hin. Eben war es ja nur ein Witz. Aber jetzt mache ich mich ganz schnell auf. Mit euch, könnt ihr das mal kapieren? Sascha, was sagst du dazu? Ja, easy, Mann. Wir haben ja einfach ein bisschen ein kurzes Frühstück gemacht. Ich sag's dem Bauleiter, der wird sich bestimmt gleich kümmern. Okay, kein Problem, Jack. Wir gehen gleich wieder rüber. Das war jetzt über 3 Stunden. Ihr Spinner. Keine Sorge, dein Haus wird rechtzeitig fertig. Ihr hattet nur noch diesen Tag Zeit und es ist erst zur Hälfte gebaut. Die ganze Terrasse fehlt noch. Lass dich überraschen, wir arbeiten die Nacht durch, das wird alles funktionieren. Der Truck hatte Verspätung, er wurde aufgehalten. Hey Sascha, ich muss dich nochmal unter 4 Augen sprechen. Es ist was ganz Wichtiges und was ganz Extremes. Hey Jack, was gibt's? Es gibt Kohle rüber. Ja, ich hab dir doch schon alles gegeben jetzt von dem Monat, wir haben diesmal nicht so viele Einnahmen. Ihr habt immer 4.000, du hast mir 3.000 gegeben, außerdem will ich 5.000 und nicht 4.000. Du weißt, ich habe mir doch auch einen Sportwagen bestellt. Irgendwo muss die Kohle ja hin. Deswegen, ich habe da ein bisschen abgezwackt zur Anzahlung und kriegst dein Geld wieder, ich verspreche es. Du weißt doch, ich bin hier der Bürgermeister. Wenn du einen Job bei der Polizei behalten willst und trotzdem noch Geld einkassieren willst, dann halt deinen Job und gib mir immer mal was ab. Ich zähle auf dich. Du bist ein Polizist. Okay, geht klar, Jack. Kannst dich auf mich verlassen. Okay. Hey, was hast du da hinten gemacht? Sag's uns. Alle wollen's wissen. Es geht euch nichts an. Kümmert euch um euren eigenen Scheiß. SCH-Wort, Sie Spinner. Hey, du hast das SCH-Wort verwendet. So spricht man nicht. Na. Das gibt's doch nicht. Ich war noch nicht fertig scheißen. Da zieht er mich hoch. Lass mich runter. Okay, wird gemacht. Ich lass das Holzstück fallen. Hey, lass das Holzstück doch nicht fallen.
Du sollst das Klo runterlassen. Fanny, lass ihn da runter, wo der Dino grast, da drüben auf der Wiese. Ja, wurde auch Zeit. Ja, was ist das? Ja. Scheiße, was ist das denn? Ich hol mal den Dinofänger. Die Unwesen lenken uns ja total von der Arbeit ab. Ich funke ihn mal an. Jack City, Jurassic Park. Hallo, hier spricht der Jurassic Park, was gibt's? Ja, wir haben jetzt 12 Pflanzenfresser in Jack City. Und die lenken uns total von der Arbeit ab. Können Sie bitte mal kommen? Ja, wird sofort gemacht. Bitte keine Hektik. Okay, aber bitte machen Sie schnell. Jack, unser Bürgermeister, will nicht, dass das Haus langsam fertig wird. Er schimpft auch schon bei der Arbeit mit uns. Also bitte schnell machen. Tschüss. Hey, what's up? Sind wieder so ein paar Dinos ausgebrochen. Den kleinen Raptor, der war bissig, den haben wir als erstes gefangen. Die beiden anderen, die Grasfresser, da lass die doch mal die Wiese abmähen, die holen wir später, okay? Okay. Aber bitte schnell machen, schnell. Beeilt euch ein bisschen, die Dinos denken unsere ganzen Bauarbeiter ab. Er sagt meine. Alles klar, ist gut. Wir drücken auf die Tube. We'll be right back.
So, raus mit dir. Hier bleibst du jetzt. Hey, die Männer sind durstig. Hol mal was zu trinken. Okay, wird gemacht. Kannst runterlassen. Okay. Ich muss wieder kehren. Ich durfte nicht an der Party teilnehmen. Und jetzt haben sie mich auch noch geschickt, den Bauarbeiter eine Kiste Bier bringen. Immer muss ich das machen. Immer muss ich die Drecksarbeit machen. Warum nur? Simon, das hat man davon, wenn man nicht aufpasst. Ups. Ah, oh, das hat wehgetan. Oh. Ich muss kehren, die schicken mich zum Einkaufen, immer muss ich alles machen. Muss ich auch verkehren, neulich. Ich musste die Scheiße wegmachen. Dieses Quad, ich hasse es, ich beherrsche es einfach nicht, gegen Baum gefahren. Ja. Oh mein Gott. Erster Gang und ups. Mal versuchen. Getränkekisten für die Bauarbeiter, mega schwer. Mein Rücken, ich habe Rücken. Puh, geschafft. Und jetzt, wo ist nochmal die Baustelle? Weil ich das wüsste. Ich habe kein GPS. Ja. Wo war noch mal die Baustelle? Muss ich suchen. Mistverfahren. Falscher Weg. Wo ist denn die Baustelle? Ich muss zurück. Dieses Quad, ich komme damit einfach nicht klar. Hey, hinten kommt der Simon mit dem Bier. Super. Ups. Hey du, Dummy, es gibt auch einen normalen Weg zur Baustelle. Ja. Ah. Schwere, blöde Kiste. Ah. Rutschen. Ah. Ich bin eingeklemmt. Ich habe mich verkeilt, meinen Schlagstock verloren. Nein, halt, was ist das? Oh nein! Halt, halt, was macht ihr da? Das gibt's doch nicht! Halt, 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 ich bin nicht schwindelfrei! Ich bin nicht schwindelfrei! Ah, wen haben wir denn da? Das glaube ich jetzt nicht. So viel Service wäre nicht nötig gewesen. Nein, so war das auch nicht geplant. Holt mich mal hier raus, ich bin eingeklemmt. Los, Simon, wir befreien dich. Na, endlich ist das Bier da. Es wurde aber auch Zeit. Die Männer haben schon richtig Durst. Ich will nicht, dass meine Baustelle stoppt. Ja, und mich könnt ihr hier bitte runterlassen. Okay, du wirst runtergelassen. Mir ist noch ganz schön durch. Simon, wo läufst du hin? Mir ist noch ganz schön gut. Hey, pass auf, wo läufst du hin? Ups, ich habe einen Polizeistiefel im Gesicht. Jungs, das glaube ich jetzt nicht wirklich. Hol den armen Typen da raus. Kranfahrer, wie sieht's aus? Bin bereit, ich bin bereit. Hoch 10.
Hi Ösi, ich melde mich zurück, tut mir leid, dass ich jetzt erst komme. Aber ich muss mir noch den ganzen Beton aus den Augen wischen. Ich bin in den Betonbottich gefallen. Oh Mann, Simon, du bist echt für nichts zu gebrauchen. Hey, gib deine Knarre her, die ist auch noch voller Beton. Mit der kannst du sowieso nicht mehr schießen. Oh Mann, Ösi, muss das sein? Klar, Mann, sonst lernst du ja nichts. So, Visite. Wo ist eigentlich Johnny Evil? Hey, wo ist Johnny Evil? Simon hat ihm Freigang gegeben. Kein unfair. Gar nicht fair. Los, lassen Sie uns frei. Schnell jetzt. Was? Simon! Johnny Evil sagte mir, er hat Freigang und da habe ich ihn mal rausgelassen. Oh no, das glaube ich jetzt nicht wirklich. Wie doof muss man sein? Und den Kurt-Führerschein nehmen wir dir auch noch weg. Der ganze Sitz ist voller Beton. Oh, das ist unfair, Leute. Ich habe nichts mehr. Kein Schlagstock, keine Pistole, kein Führerschein. Was soll ich nur machen? Bald sitzt du bettelnd auf der Straße. Wenn du so weitermachst, kannst du unter der Brücke leben. Los, Simon, geh Rasen mähen. Los, Simon, geh Rasen mähen. Jetzt schnell. Hey, Sonja, gib mal eine Meldung raus. Johnny Evil ist vermutlich entkommen. Simon hat ihn freigelassen, bescheuert wie er ist. Okay. Sonst wird dein Haus nicht fertig. Okay, aber dann macht schnell. Die Schwachs haben sich gemeldet, die sind schon unterwegs. Mit der Inneneinrichtung und den Treppen. Ja toll, viel zu weit gefahren ist der da unten. Was sagst du dazu? Schau ihn an. Verrückt wird um den lieben Autokran, jetzt schnell. Na, vielen Dank.
Okay, das hat schon mal geklappt. Bald die Terrasse kommen. Wo bleibt die denn? Ich werde bald ungeduldig. Kein Problem, das Modul ist doch vormontiert. Es kommt als Ganzes auf den Tieflader. Da kommt er schon, der Truck. Wer kommt schon? Ich bring noch die Tür an. Der Bürgermeister Jack hat bald, wenn es fertig ist, das fetteste Haus in Jack City. Mit auch der größten Terrasse, die es in Jack City gibt. Na also, siehst du, funktioniert doch jetzt. Das Dach wird auch gleich geliefert und dann ist dein Haus fertig. Na endlich! Ihr nichtsnutzigen Bauarbeiter. Ich muss euch mal in die Karteiliste schreiben, ihr müsst immer schneller bauen. Hey Jack, das ist nicht fair. Die Jungs reißen sich alle den Arsch auf für dich. Also, sei ein bisschen gnädig, wenn's geht. Na gut, dann hol ich noch mal eine Kiste Bier für euch. Aber baut bitte ein bisschen schneller, damit ich mir Kohle in Jack City einziehen kann. Und vor allem baut keine Scheiße wie Simon. Natürlich nicht, kennst du uns doch. Kannst dich auf mich verlassen. Mein Name steht für Qualität. So, ein bisschen Musik kann ja nie was schaden. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Weitermachen. Marsch, marsch. Vorsicht mit dem Glaselement. Das kostet ein Vermögen. Okay. Komm mal hoch, ist doch falsch rum. Kann mich hier unten nicht jemand mal wieder fertig. Jetzt können Maddie und Oma Ellie mit einziehen. Und die Dinos sind immer noch auf der Wiese. Der Dinofänger wollte doch vor 3 Stunden schon kommen. Ich habe auf meine Uhr geschaut. Hallo, guten Tag. Ich suche den Bürgermeister Jack. Genau richtig bei mir. Ah, schicke Hütte. Ich habe die bestellten Möbel dabei. Danke. Schnell mein Haus laden, ich war schon ungeduldig. Hatten Sie eine Verspätung? Ich kann nur so schnell fahren, wie ich fahren kann. Wie schnell? Dann laden wir mal aus. Gut. Gut, die eine Tür wäre geöffnet. Dann schauen wir mal. Ach cool, dann sind die ganzen Sachen für die Terrasse und die Wohnung.
Danke. Aber da fehlt doch noch was. Oder was alles? Ich zähle gleich mal. Wenn ihr mir nicht alles gebracht habt, war da ein Fehl dabei. Ich habe was eingekauft. Ich habe euch was zum Abendessen mitgebracht. Oh, danke. Oh, super, Oma Elli. Du bist die Beste. Willkommen in meinem neuen Haus. Wie findet ihr es hier? Ja, ich finde es super. Was denkst du denn, Oma Elli? Oh, ganz klasse. Ich freue mich so für euch. Danke, danke, dass euch es gefällt. Es ist bald Abend. Oh, ich leg mich da mal hin. Ja, ich leg mich auch hin. Gut, ich leg mich gleich auch hin. Gute Nacht, Oma Elli. Gute Nacht. Der Ofen ist auch schon ausgegangen. Oh, ich habe einen Termin in der Rennwerkstatt. Schnell dahin. Die wollen mir einen Rennauspuff einbauen. Ich mir gewünscht habe. Beeilen. Autsch, er ist gleich abgerutscht und Finger aufgehauen. Ach so, geschafft. Auspuff ist dran. Okay, Jack, Auspuff ist dran. Sollte super klappen. Okay, wie viel zahle ich dafür? Na gut, das ist ein teurer Spaß, mein Lieber. 3.500 kostet das. Aber du wirst deine Freude daran haben. Macht nichts. Geld habe ich ja genug. Hier, bitteschön. Okay. Deine 100.000. Ja, ja, 3.500. Ich zähle gleich nach. Vielen Dank. So, lass mal das Auto runter. Lass den Wagen runter, dass Jack wegfahren kann. Okay, mal sehen. Gleich mal die Kasse überprüfen. Krasse Karre. So was brauche ich auch. Aber ich kaufe mir einen noch schnelleren. Das Geld habe ich ja. Von den ganzen Strafzetteln. Und Bußgeldern. Hehe. Ah, so macht das Autofahren Spaß. Richtig Sound und richtig schnell.